Auch im 26. Jahr des Medienforums leben wir in spannenden Zeiten. Und Herr Braun und Frau Müller haben ja gerade schon einiges aufgezählt, was für Spannung sorgt. Keine Frage, vor allem ist es das Internet, von dem diese Dynamik ausgeht. Schätzungen sagen, dass sich bis Ende des Jahrzehnts der Datenstrom noch mal verachtfachen wird. Dass bis dahin weltweit rund 50 Milliarden Geräte miteinander vernetzt sein werden. Jeden Monat wächst das Netz um rund 20 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer. Jeden Tag stehen unzählige neue Anwendungen zur Verfügung, etwa in Form von Apps für die private Nutzung. Und wenn ich mir diesen Milliardenmarkt anschaue, der hier entstanden ist, dann werden diese neuen Anwendungen auch intensiv genutzt. Allein in Deutschland werden in diesem Jahr voraussichtlich rund 3,4 Milliarden Apps heruntergeladen. Eine Zahl, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Tag für Tag entdeckt daher auch die Wirtschaft innovative Wege, Prozesse in Produktion und Logistik zu digitalisieren oder online zu organisieren. Autos, Haustechnik, medizinische Geräte, vieles mehr. Das Potenzial der Vernetzung ist schier grenzenlos. Wir reden über bessere Spracherkennung, wir reden über künstliche Intelligenz und daraus wird folgen, dass mehr Routinearbeiten von Maschinen erledigt werden können. Und die Medien? Sie waren und sind Vorreiter. Vorreiter unter den Pionieren. Und dieser Umbruch, der da stattfindet, ist ja nirgendwo deutlicher zu spüren als in der Medienbranche. Und zugleich wirkt das Netz wie ein Turbo für Innovation und Kreativität. Wir alle wissen, es gibt ungeahnte, großartige Chancen. Aber wir alle wissen auch, dass gleichzeitig das Bewusstsein für die Gefahren und Risiken wächst, die mit dieser Entwicklung verbunden sind. Es zeigt sich, das Netz ist wichtig und dynamisch wie nie. Und zugleich erscheint es auch so riskant wie nie. Wir haben es mit massiven Angriffen auf unsere Daten zu tun, mit Spionage, Wirtschaftsspionage, Datenmissbrauch, Datenklau. Wir haben es mit einer gewaltigen Marktmacht zu tun, mit einzelnen Unternehmen, die eine geradezu erdrückende Dominanz erreicht haben. Umso wichtiger ist es, dass der Europäische Gerichtshof in der vorigen Woche dem aktuell wohl mächtigsten Player im Netz, nämlich Google, eine klare Vorgabe gemacht hat. Eigentlich, wie ich finde, eine Selbstverständlichkeit, dass Google Verantwortung für das übernimmt, was es produziert, für die Suchergebnisse. Das ist ein Fortschritt hin zu einem wirklich fairen, offenen Netz. Aber eins ist sicher, ohne Vertrauen, ohne Sicherheit werden viele Möglichkeiten der Digitalisierung schlicht ungenutzt bleiben. Und das können wir alle miteinander nicht wollen. Dieses Vertrauen auch zurückzugewinnen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, eine zentrale Gemeinschaftsaufgabe. Also ausdrücklich nicht eine Aufgabe, die wir an die Gerichte und auch nur an die Behörden delegieren dürfen. Und gewiss auch nicht an die Internetgiganten selbst. Nein, Sicherheit und Datenschutz sind eine Herausforderung für uns alle, besonders auch für die Wirtschaft. Sicherheit und Datenschutz müssen und können als Geschäftsfelder, davon bin ich überzeugt, noch eine viel größere Rolle spielen. Und nicht zuletzt muss hier der Appell auch an die, wie man so schön sagt, Digital Natives gehen. Verteidigen Sie die Freiheit des Netzes, indem Sie selbst konkrete Vorschläge machen, indem Sie selbst sich daran beteiligen, wirksamen Datenschutz zu entwickeln. Und da gibt es ja ermutigende Beispiele für, von den sogenannten Krypto-Partys bis hin zu dem in Deutschland initiierten Manifest. Ja, wir müssen unsere Anstrengungen enorm verstärken, um das Netz künftig sicherer zu machen. Digital darf nicht zu einem anderen Wort für schutzlos werden. Wir müssen aber auch einen neuen Anlauf nehmen und unsere rechtlichen Rahmen besser auf die fortschreitende Konvergenz einzustellen. Das betrifft in Deutschland aktuell vor allem das Kartellrecht, das Telekommunikationsrecht und das Telemedienrecht. Bund und Länder wollen hier in einer Bund-Länder-Kommission zu gemeinsamen Positionen kommen. Die Vorarbeiten werden gerade von den Ländern geleistet. Und ich bin froh, dass wir mit den beiden von den Ländern beauftragten Gutachtern heute über dieses wichtige Thema hier diskutieren können. Ziel ist es, dass wir möglichst im nächsten Jahr
in der Lage sind, mit dem Bund neue Verabredungen zu treffen, auch wenn wir uns sehr bewusst sind, dass wir immer den Entwicklungen ein Stückchen hinterherhinken. Die Bund-Länder-Kommission bietet auch Gelegenheit, sich drängenden Einzelfragen zu widmen, für die unsere europäischen Nachbarn zum Teil schon Antworten gefunden haben und die wir direkt zwischen Bund und Ländern lösen können. So geht es zum Beispiel darum, besser als bisher dafür zu sorgen, dass Unternehmen im Netz einerseits stark werden können, andererseits ihre starke Stellung aber auch nicht missbrauchen. Darum werden wir die aus meiner Sicht überholte Marktdefinition des Kartellrechts neu fassen müssen. Wir müssen die Frage weiterdenken, wie wir Grenzen, die das Kartellrecht zieht, über das Mediengerecht dem Bedarf des Marktes anpassen können. Oder wie gehen wir beispielsweise damit um, wenn die Inhalte mehrerer Anbieter auf dem Bildschirm zusammenkommen? Wer überblendet wen? In welcher Form? Zu welcher Zeit? Alles Fragen, die sich nicht stellten, solange der Inhalt aus einer Quelle kam. Ein zentrales Thema bleibt natürlich auch die Netzneutralität. Wir haben es schon gehört. Auch hier gilt es, Spielregeln auszuhandeln, die einerseits für verlässliche Rahmenbedingungen, für Investitionen und neue Geschäftsmodelle schaffen, aber andererseits eben nicht zulasten von Teilhabe, Medienvielfalt, Innovation und fairem Wettbewerb gehen. Deshalb bleibe ich bei dem, was ich im vorigen Jahr auf dem Medienforum betont habe. Am diskriminierungsfreien Transport aller Datenpakete im freien Netz darf sich nichts ändern. Wir wollen kein Netz erster und zweiter Klasse, sondern ein schnelles und sicheres Netz für alle. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass Daten diskriminierungsfrei transportiert werden. Wir müssen gleichzeitig dazu beitragen, dass dies nicht an technischen Gründen scheitert. Darum lassen wir beim Thema Breitband auch nicht locker, zumal es hier um etwas geht, was in unserer Verfassung niedergeschrieben steht, nämlich für gleiche Lebensbedingungen sorgen, für gleiche Lebenschancen sorgen. Übrigens geht es auch um gleiche unternehmerische Chancen in allen Regionen unseres Landes. Sicher, Investitionen in Breitbandnetze sind primär Aufgabe der Wirtschaft, aber wir wollen die Wirtschaft unterstützen. Die Landesregierung hat darum alle wichtigen Akteure in Nordrhein-Westfalen zusammengebracht, die Telekommunikationsunternehmen, die Fach- und kommunalen Spitzenverbände. Dieser runde Tisch hat in diesem Jahr seine Arbeit aufgenommen und das Ziel ist klar: Hemmnisse beim Breitbandausbau identifizieren und überwinden. Finanzierungsmodelle, darum wird es auf der einen Seite gehen, aber auch um Informationsangebote für lokale Breitbandinitiativen. Um die Möglichkeit des Netzes gerade für die Wirtschaft noch stärker zu nutzen, hat die Landesregierung einen Beauftragten für die digitale Wirtschaft berufen, Herrn Professor Dr. Tobias Kollmann. Als direkter Ansprechpartner schlägt er die Brücke zwischen Gründern, Wissenschaft, Kreditwirtschaft und Industrie. Ein wichtiges Ziel ist es dabei, die kreative und innovative Szene enger mit unserer starken Industrie zu verbinden. Industrie 4.0 ist ein Stichwort dafür. Für uns in Nordrhein-Westfalen ist das enorm wichtig. Nur so hat die Industrie in einer zunehmend digitalisierten Welt gute Zukunftsperspektiven. Und wir wollen ein starker Industriestandort bleiben.